Ich würde mir wünschen, dass in Bildung mehr investiert wird, weil Bildung die Grundlage für die Zukunft ist. Und Bildung sollte bereits im Kindergarten beginnen. Zum Beispiel läuft da meiner Meinung nach die Förderung der Kinder schon mal nicht ganz optimal bei 25 Kindern unterschiedlicher Muttersprache im Alter von 2,5 bis 6 Jahren bei 2 Kindergärtnerinnen. Auch der Wohnbau ist ein wichtiges Thema, weil auch in Südtirol der Mittelstand wegzubrechen droht. Die Preise sind da hoch. Nachhaltig wäre zum Beispiel die Nutzung von bereits bestehender Kubatur bzw. von leerstehenden Wohnungen. Meiner Meinung nach bedarf es in Südtirol einer völligen Neuausrichtung des Haushalts. Und da sollte in Zeiten des allgemeinen Umbruchs zum Beispiel die Familienförderung prioritär sein. Also ich kaufe zu 90% im Bioladen ein, nicht nur, weil ich hoffe, damit die gesünderen Lebensmittel zu kaufen, sondern vor allem auch, um den nachhaltigen Anbau zu unterstützen. Und Waschtag ist bei uns immer das Wochenende, ganz bewusst, um Strom zu sparen.